DDHV News vom 4. Februar 2022. Politik-Häppchen. Hashtag Weedmob und Hashtag 200 Milligramm. Herzlich willkommen bei den DHV News. Diesmal haben wir wieder was zu feiern, aber keine runde Abozahl oder so, sondern unseren 50. Da zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Schwenk in das Studio. Euch selbst könnt ihr da sehen, auf der anderen Seite von mir. Und wenn man dann hier von mir links ein bisschen rüberschwenkt, ist der Martin da, der Video-Martin. Hallo. Mit dem habe ich nämlich meine 50. Folge und er hat mit mir seine 50. Folge. Und da seid wieder ihr. So, und jetzt mache ich das wieder aus. Und jetzt bin ich wieder da. Hier, hast du Handy? Jawohl, hurra. Also, danke Martin für 50 Folgen. Für 50 mal aushalten, dass ich immer zu spät komme. Verdammt, naja. Also, weiter geht's. Update-Hinweis noch einmal. Das kurze Update, ihr habt es ja mitgekriegt mittlerweile, die meisten von euch, Kollege Konstantin, macht sowas ähnliches wie ich, nur in fresh und kurz, in 2 Minuten ein paar zerquetschte. Das DHV-Update auf allen anderen unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook und TikTok, wer unbedingt dahin will oder da ist schon, na, nur die da schon sind, können da auch mal gucken. Auf jeden Fall, überall da findet ihr immer die DHV-News, jede Woche, donnerstags. Fast immer, ja, wird bestimmt auch mal ausfallen, aber fast immer genau wie die DHV-News. Und nächstes Mal müsst ihr das dann selbstständig finden und ich sage das jetzt nicht mehr jedes Mal. Und was ich aber auch noch sagen mal soll, nämlich Weedmob. Kollege Konstantin hat gesagt, der Weedmob hätte gesagt, ich soll mal Weedmob sagen. So, sage ich Weedmob. Yes. So, nächstes Thema. Lieb-Resolution habe ich da stehen. Wir hatten ja schon unsere Forderungen vorgestellt hier, unsere wichtigsten Forderungen im Zusammenhang mit der ganzen Legalize-Debatte und die schnelle Forderung sozusagen, die wichtigen zur Legalisierung und die schnelle Entkriminalisierung in 100 Tagen ist jetzt erstmal dringend das Wichtigste, was jetzt ansteht. Der Branchenverband Cannabiswirtschaft hat auch sein Eckpunktepapier veröffentlicht gehabt, auch die mit Sofortforderungen, 100 Tage Entkriminalisierung und jetzt hat Lieb nochmal nachgelegt, Law Enforcement Against Prohibition in Deutschland. Mit ganz konkreten Vorschlägen, also sie haben nicht einmal nur dasselbe gesagt sozusagen, sondern haben eben auch gesagt, mach das so und so. Ja, da sind ja auch die ganze fachkompetenten Leute in Sachen Juristerei und entsprechend wurde das auch vorgelegt von Richter Müller und Rechtsanwalt Kai Niermann. Und auch da wieder die Forderung, 100 Tage Entkriminalisierung müsste klappen. Ja, und zwar genau so, dass sie sagen, es soll ein 29b, Paragraph 29b ins Betäubungsmittelgesetz eingeführt werden und nach dem soll der Besitz von 30 Gramm Cannabis für Erwachsene erlaubt sein. So steht es da. Ist nicht komplett neu erfunden ja, von den Juristen da, sondern die haben das größtenteils aus dem Entwurf vom grünen Gesetz rausgezogen, das Cannabiskontrollgesetz, dieser Entwurf, der schon lange existiert, aber haben halt die Stellen rausgezogen, von denen sie meinen, das geht schnell, da müssen wir nicht ewig diskutieren. Sie haben den Eigenanbau dazu gepackt, auch aus dem Kann-KG, 3 weibliche blühende Pflanzen, die man zu Hause haben darf und wo man auch die Erntemenge entsprechend in größerem Umfang zu Hause haben darf, also diese 30 Gramm nur für Besitz in der Öffentlichkeit im Zweifelsfall. Und der Besitz von größeren Mengen als diese 30 Gramm soll nur eine Ordnungswidrigkeit sein und keine Straftat, also vielleicht ein Bußgeld wie beim Falschparken, aber kein Strafverfahren mehr. Legalisierung von Nutzern. Das ist eigentlich der interessanteste Punkt, der bis jetzt noch nicht so im Fokus war für eine schnelle Maßnahme, wo die eben sagen, man sollte Anlage 1 so verändern, dass eben Nutzern immer legal ist, auch die CBD-Blüten. Dass man einfach diesen Missbrauch zu Rauschzwecken da rausnimmt, ja, dass 0,3% THC oder 0,2% jetzt noch ausreicht. Die Regeln für Nutzernfalt, ja, wenn die eingehalten werden, dann ist das unbedenklicher Zeug, dann kann man das auch unbedenklich verkaufen. So die Position. Das sind alles Dinge, die wir auch als Handverband fordern. Das ist nur der Unterschied strategisch letztendlich. Was fordert man in 100 Tagen? Was ist da das Realistischste? Ne, wo wir sagen, geringe Menge, Besitz, kleine Menge, das ist das, was wirklich jetzt super schnell gehen kann, weil da müssen die sich nicht mehr einigen oder groß drüber diskutieren. Ja, da sind sie sich ja schon einig.
während alles andere eben nicht. Ja, das wird ein bisschen länger dauern, nehme ich an. Aber egal, wir wollen eigentlich alle dasselbe. Und ich freue mich, dass noch mal mehr quasi aus anderer Richtung von überall her der Druck erhöht wird mit diesen Forderungen, dass überhaupt mal was losgeht. Und Politik-Häppchen haben wir noch eine ganze Menge. Und zwar, ja, ist fast wie Kaffeesatzleserei im Moment. Ja, wir haben ja keine Riesen-Statements jetzt oder irgendwie Regierungserklärungen dazu oder so, sondern hier mal ein Interview und da mal ein Posting. Viele Postings im Moment, wo wir interessante Sachen lesen. Teilweise auch jetzt Direktnachrichten, die mit Politikern ausgetauscht werden und dann veröffentlicht werden, wenn mal die in Antwortlaune sind, ja. Und im Moment ist ja der SPD-Drogenpolitiker Dirk Heidenblut sehr in Antwortlaune und beantwortet alle möglichen Fragen. Das ist ganz interessant. Er sagt jetzt zum Beispiel, er kann sich die Entkriminalisierung im Juni vorstellen. Kann man sich natürlich darüber aufregen, ja, weil das mehr ist als 100 Tage seit dem Regierungsantritt. Die werden im Prinzip Anfang März irgendwann rum. Also ne, kann man sich darüber aufregen, aber immerhin. Einer sagt mal was, ja, und bis jetzt hat niemand so eine konkrete Ansage gemacht wie Heidenblut jetzt da, indem er sagt, also 3 Monate oder 100 Tage kann man mal rechnen ab dem Moment, wo der Aufschlag gemacht wird, ja, wo der konkrete Vorschlag kommt. Das ist bis jetzt nicht passiert, soll nach seiner Meinung aber schnell passieren und ab da 100 Tage. Gut, dann wollen wir mal einen Aufschlag sehen, würde ich sagen, ja, bis jetzt ist auch das nur Spekulation, aber immerhin, Heidenblut antwortet, ja, das ist immer sehr erfreulich. Und das Gleiche auch zur Führerscheinfrage. Auch da hat er gesagt, das kann er sich vorstellen, unabhängig von der Legalisierung zu regeln. Ja, das ist erstmal gut, dass er überhaupt dran denkt, dass das geregelt werden soll. Das steht ja auch nicht im Koalitionsvertrag. Aber er sagt auch, es soll schnell passieren und nicht erst dann eben in 2 Jahren, wenn dann irgendwann die Lizenzen für Shops vergeben sind und die Produktion angelaufen ist. Das dauert ja alles noch. Also Führerschein dazulegen, sagt Heidenblut. Es hat ja auch nichts damit zu tun. Ja, sagt er auch, seine Argumentation, da ist ja ein ganz anderes Gesetz betroffen, beziehungsweise Verordnung, ja, Erlaubnisverordnung, wo man dann ran muss. Und eben, ja, nicht Betäubungsmittelgesetz eben. Das ist also ein ganz anderer Film. Insofern macht das auch Sinn, da zu trennen. Und weil er eben so viele Fragen hat, sagt er jetzt, er macht eine Live-Fragestunde. Ja, da könnt ihr alle live zugucken, wie alle möglichen Details aus Heidenblut rausgequetscht werden. Auf jeden Fall, ne, wie er sich bemüht, so gut zu antworten, wie er kann. Ja, der kann ja auch nicht alles wissen jetzt schon. Vor allem, wenn alle anderen noch nichts wissen. Ja, aber er gibt sich wirklich Mühe, muss man sagen. Nächsten Mittwoch, 18 Uhr, Instagram bei Dirk Heidenblut. Vielleicht sehen wir uns da, ja, weil wir gucken auf jeden Fall auch zu. Und dann sind wir wieder ein kleines Häppchen schlauer. Nochmal Häppchen Blinert, der hat ein Interview im Tagesspiegel gegeben und auch da kann man wieder ein bisschen was rausziehen. Er wird konkret gefragt, wie das denn jetzt laufen soll mit den Fachleuten. Ja, das ist für uns als Handverband natürlich auch spannend. Wird es eine Kommission geben oder wie soll das genau laufen? Und er würde also nach einem Expertenteam gefragt, wie er sich das vorstellt. Und er sagt auf jeden Fall, klar, wir müssen auf jeden Fall Expertise reinholen für den ganzen Vorgang. Alle einbinden, sagt er, die Ministerien, Parlament sowieso, Fachöffentlichkeit, Verbände. Wir sind beides, würde ich sagen, ja, Fachöffentlichkeit und Verband. Und die Kommunen, die Träger der Suchthilfe. Also das wird schon ganz schön viel Sachverstand von verschiedenen Seiten, die er da holen will. Und in welcher Form das geschieht, werden wir in der nächsten Zeit entscheiden. Das ist im Prinzip die neue Aussage, die wir so auch noch nicht hatten. Was auch immer nächste Zeit bedeuten soll, ja, aber ich denke mal nicht, dass er das jetzt irgendwie da November meint oder so, sondern schon eher in Wochen rechnet höchstens. Und dann nochmal so ein Impuls zum Verkauf, den ich interessant fand, wie er sich das vorstellt, jedenfalls erstmal mit Werbung. Ja, es geht eigentlich um die Frage, ob Werbung erlaubt sein soll. Und er sagt, keine Werbung, aber es geht um Aufklärung, um echte Informationen für Konsumierende. Immer mit gesprochenem Wort verbunden. Daher keine Anzeigen, keine Plakate im öffentlichen Raum. Und mit gesprochenem Wort verbunden, das ist so eine komisch präzise, konkrete Ansage, von denen Blinert noch nicht viele macht, dass er wahrscheinlich sich irgendwas dabei denkt. Und das spricht gegen Onlinehandel. Was eigentlich für uns auf jeden Fall auch dazugehört, weil bei Alkohol und Cannabis, Alkohol ist auch möglich und Tabak online zu bestellen mit vernünftiger Altersprüfung, ja, also nicht nur bei der Seite selbst, ja, alle denken immer, ja, das funktioniert ja nicht im Internet, ich muss ja nur anklicken, dass ich 18 bin. Solche Seiten gibt es, aber die Lieferung, wenn bestellt man eine Flasche Schnaps irgendwie beim legalen Händler
online und ihr werdet bei der Abgabe der Flasche zu Hause wahrscheinlich merken, dass die einen Ausweis sehen wollen und checken, ob die Person, an die man das übergibt, wirklich 18 ist. Also wir würden Online-Handel auf jeden Fall gut finden, aber wenn es so kommt, dass die Aufklärung immer stattfinden soll und immer mit dem gesprochenen Wort stattfinden soll, dann kein Online-Handel. Und auch in der Verkaufsstelle, also ich denke mal, da wird Blindert vielleicht auch nochmal redebereit sein, ja, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man jedes Mal, wenn man in so einen Laden reingeht, sich dann Knopf an die Backe labern lassen muss vom Verkäufer, da hat weder der Bock drauf, noch ich, noch die ganzen Leute in der Schlange dahinter. Wir haben jetzt schon rumgewitzelt, ja, mit dem gesprochenen Wort, dass die Leute am Eingang durch so eine Schleuse erstmal gehen und dann mit Audios berieselt werden, ne? So eine Art, so ein Apotheker, und dann kommen die da wieder raus am Tresen, können sie gleich verkauft werden. Also vielleicht lassen wir das auch mit dem gesprochenen Wort bei jedem Einkauf und tun lieber einen Flyer dazu. Das also nochmal interessant, ne? Da werden wir nochmal drüber diskutieren müssen. Das waren die Häppchen, die wir so gefunden haben in dieser Woche. Ich hoffe, da haben wir nächste Woche nochmal ein bisschen mehr. Da ist ja auch der Livestream mit Heidenblut, ja, da wird bestimmt spannend. So, und jetzt... Was ist eigentlich dieser Weedmob? Ja, ich habe es ja, ja, kommt ja nochmal in der Sendung, ja, das eine Mal vorne war noch nicht genug. Weil auch viel Weedmoppiges passiert ist diese Woche. Das ist auch wirklich gut geeignet, um den mal vorzustellen. Und fragen sich viele jetzt wahrscheinlich hier, ich wette, nicht alle Zuschauer wissen, was Weedmob sein soll. Wenn man Google anwirft und Weedmob eingibt, dann kriegt man zum Verkauf erstmal Regale angeboten und Schuhe. Das ist so das Erste, was einen dann überkommt. Und dann ist das auch egal, ob man Weedmob mit B oder mit P schreibt. Man kriegt auf jeden Fall Regale und Schuhe angeboten. Wenn man es aber richtig schreibt mit B, dann findet man was und landet ziemlich schnell an der richtigen Stelle. Aber auf Twitter habe ich dann doch auch eine Geschichte gefunden, die ist ganz gut erklärt. Viel einfacher, als ich das gleich nochmal machen werde. Nämlich die Frage, was macht die Staatsanwaltschaft, wenn der Weedmob kommt? Genau, und jetzt die komplizierte Variante dieser Erklärung. Es sind Legalize-Aktivisten in sozialen Netzwerken. Ja, eigentlich auch nichts Neues. Das gibt es auch schon seit es Legalisierungsdebatten und das Internet gibt, jedenfalls soziale Medien. Und da haben wir ja auch schon früher mit Tausenden von Aktivisten, die im richtigen Moment den richtigen Klick gemacht haben, grandiose Erfolge gefeiert. Von daher, ne, was soll das jetzt mit dem Weedmob? Also erstmal geben die sich halt damit einen Namen, ne, unter dem man sich versammelt, irgendwie Zugehörigkeitsgefühl und so, wir sind Weedmob. Und es ist eine gewisse Selbstorganisation dabei. Ja, da entwickelt sich eine Dynamik, die speziell Twitter eben auch ermöglicht, durch die ganzen gegenseitigen Verweise und so weiter. Da setzt man quasi auch auf Schwarmintelligenz. Ja, da werden also auch Fakten zusammengetragen und irgendwie... faktenorientierte Antworten auf dumme Repressionsaussagen zum Beispiel. Und dann wird manchmal zugebissen an der richtigen Stelle mit ein paar Multiplikatoren, die eine hohe Reichweite haben. Und dann geht's los mit den Trends. Dann sind andauernd irgendwelche Cannabis-Trends bei den Hashtags auf Twitter zu sehen. Twitter habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Also der Weedmob ist fast nur auf Twitter aktiv. Ja, bei den anderen Netzwerken hört man da nicht viel von. Jedenfalls nicht von Aktivisten, die sich Weedmob nennen. Ja, da gibt es natürlich auch jede Menge Leute. Ja, jeder, der irgendwo einen Kommentar schreibt oder regelmäßig Kommentar schreibt zum Thema Cannabis irgendwo, ist ja irgendwie ein Online-Aktivist. Ja, und ist hilfreich für die ganze Sache. Aber dadurch, dass sie sich unter dem Namen versammeln, ja, gehört das halt mit zur Definition. Man ist Weedmob, wenn man sich da zugehörig fühlt. Und natürlich die richtigen Kommentare schreibt und hier und da mal was macht und teilt. Ich bin auch auf Twitter. Ich schreibe auch schon mal Kommentare. Also sage ich jetzt mal so, ich bin auch Weedmob. Ja? Also das, darum geht's. Diese Woche zwei schöne Beispiele, die der Weedmob an Erfolgen gehabt hat. Ja, grandios. Einmal ging es um ein Verfahren in Bayern um 0,2 Gramm Cannabis, wo die Betroffene 900 Euro Strafe bezahlen sollte, die im Moment arbeitssuchend ist, also ganz geringes Einkommen nur hat, also über zwei Monatseinkommen, die sie dafür 0,2 Gramm bezahlen soll,
Wahnsinnsstrafe und eben gerade auch im Zusammenhang mit dieser Forderung Entkriminalisierung sofort, zumindest die Konsumenten schon mal in Ruhe lassen. Ja, wenn man über die Shops noch ewig nachdenkt, ja, dann lass wenigstens die Leute in Ruhe. Und Bayern kommt dann wieder an und sagt, ja, ja, 900 Euro, 0,2 Gramm. Ist natürlich ein riesen Aufreger. Hashtag 200 Milligramm, sofort am Trennen dann irgendwie, als die Geschichte rumging, dass der Prozess ansteht. Und das haben dann Medien aufgegriffen. Unter anderem der Stern zum Beispiel hat darüber berichtet. Tag 24, ja, alles voll. Ganz Twitter voll, trendet und trendet, 200 Milligramm. Ja, und kurz vor der Verhandlung kriegt der Rechtsanwalt Lito Schulte einen Anruf. Ja, Strafbefehl ist zurückgezogen, ja, wir lassen das sein, ja, Prozess abgesagt. Können nach Hause gehen, ja, also hat sie erledigt. Und die müssen auch keine Prozesskosten zahlen und nichts, das zahlt jetzt alles die Staatsanwaltschaft und beziehungsweise der Staat, ja, und alles gut, ja, coole Sache. Und ja, Lito Schulte allerdings als Rechtsanwalt war auch ein bisschen enttäuscht. Er hätte den Quatsch am liebsten irgendwie bis ganz nach oben geklagt. Irgendwie die Staatsanwaltschaft hat den Grund um Boden geklagt. Aber in Bayern gibt es ja vielleicht noch einen Fall, wenn er sich beeilt, ja, bis Juni. Noch ein Punkt, der funktioniert hat, nämlich Beispiel RBB hat aufgegriffen, dass Synanon sich gegen die Legalisierung von Cannabis gerichtet hat, ja, innerhalb von Berlin. Die haben ja bei Berlin irgendwo eine Einrichtung, sind halt extrem abstinenzorientiert und irgendwie ganz komische, harte Regeln da in ihrem Laden. Ja. Ein bisschen suspekt, ist auch umstritten, Synanon. Und der RBB hat eben diesen Brief von Synanon aufgegriffen und dann auch noch mit der Überschrift versehen, Suchthelfer gegen Freigabe von Cannabis. Was ja solches so anhört wie ja alle Berliner Suchthelfer, ja, was völliger Blödsinn ist, mal nebenbei bemerkt, weil fast alle Berliner Suchtberatungsstellen sind für Legalisierung. Da gab es schon vor zig Jahren so ein Statement dazu von der Berliner Suchthilfe-Szene. Insofern nochmal doppelt falsch, ja, und dann auch noch Synanon vollkommen unkritisch dargestellt, wurde vom RBB gepostet und dann Weedmob, ja, voll drauf losgegangen irgendwie, ja, das könnt ihr euch nicht machen, hier voll das miese Framing. Was auch stimmt, ja, ist keine neutrale Darstellung, schon gar nicht mit der Überschrift. Und RBB, siehe da, ja, gibt den Leuten recht und sagt, ja, das stimmt, ja, das ist einseitig dargestellt und wir löschen das Posting jetzt zumindest schon mal hier. Ne? Der Bericht war noch kurz vorm Dreh online, also den TV-Beitrag selbst, den lassen sie wahrscheinlich auch da, aber zumindest das Posting, haben sie gesagt, nee, komm, na, ja, peinlich unser Beitrag da zu Synanon. Hätten Sie zumindest mal erwähnen können, dass die ganzen anderen Suchthilfeeinrichtungen in Berlin für die Legalisierung sind. Also Weedmob, super Sache, wenn ihr auch Weedmobber werden wollt, ja, dann und ihr seid schon Internetaktivisten, dann sagt ihr einfach, ich bin Weedmob und guckt vielleicht ein bisschen, was die anderen so machen. Ja. Gerade auf Twitter kann man da eben sehr schön koordinierte Kampagnen fahren. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten hier auf dem Zettel, nämlich den Prozess gegen den Arzt Rolf M. in München. Ein paar Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen den. Gerade in Bayern kennen den sicher viele. Der hat massenhaft Rezepte verteilt da. Das ging damals auch ein paar Mal, ja, zumindest durch die Szene als Nachricht. Und wahrscheinlich haben immer noch ein paar Leute so ein Rezept vom Rolf M. in der Tasche. Und jetzt fängt der Prozess an gegen den Mann, weil der hat halt nicht wirklich sachgemäß Cannabis-Rezepte verschrieben, sondern also jetzt zugegeben, ja, der hat ein umfassendes Geständnis hingelegt. Und gesagt, der hat eigentlich ohne ärztliche Tätigkeit die Dinge ausgeschrieben. Also hat die Leute nicht groß begutachtet, keine Untersuchung gemacht, die Krankengeschichte sich nicht zeigen lassen oder so. Er hat einfach die Dinge ausgestellt gegen Bargeld. Ausschließlich Bargeld, ja. Auch interessantes Detail. Erstverschreibungen gab es für 150 Euro, Folgerezepte für 60. Auch nicht ganz billig, aber halt super unkompliziert zu bekommen bei dem Kollegen. Ja, 500 Rezepte, über 500 Rezepte da ausgestellt und über 50.000 Euro in Bargeld, Cash damit eingenommen. Da hat teilweise Cafés gemietet oder sich da hingesetzt, ne, und dann gab dann die Schlange der Leute, die da an ihm vorbeigelaufen sind und hat da quasi wie Autogramm, hat er da die Rezepte verteilt. Nicht so, wie das gedacht ist jedenfalls, die ganze Sache, und wir dürfen gespannt sein, was da für ein Urteil bei rauskommt. Dann der Aufreger der Woche. Vielleicht für euch sogar das Thema der Woche. Beim Update war das auch das zweite große Thema, Psychosen, Cannabis-Psychosen, ja, in Anführungszeichen, wie auch immer man das einordnet, ob es die überhaupt gibt.
Ja, auch das ist fragwürdig, aber es gibt auf jeden Fall das Auslösen von psychotischen Episoden durch Cannabis. Ja, das habe ich selber schon ein paar Mal gesehen. Das ist möglich. Aber jetzt gibt es eine Studie dazu, die durch die Medien ging, die sagt, die Einweisungen, stationäre Einweisungen in psychiatrische Behandlungen haben sich versechsfacht von 2000 bis 2018. Dramatische, riesige Zunahme von Psychosefällen durch Cannabis oder zumindest ja, eben psychotherapeutisch nötige Behandlungen. Und wieder dieses Framing durch die Medien, unmittelbar im Zusammenhang mit der geplanten Legalisierung. Die Bundesregierung plant die Legalisierung. Dabei ist Cannabis so gefährlich, dass die Psychosefälle sich vervielfacht haben. Ja? Dabei ist in der Studie selber, wenn man da mal reinguckt, wir haben uns das genau angeguckt und da steht überhaupt nichts von Legalisierung, darum geht es ja gar nicht da in der Studie selbst. Und die Forscher haben etliche mögliche Gründe angegeben, wieso von 2000 bis 2018 diese Fälle so stark angestiegen sind. Sagen letztendlich selber, können sie gar nicht sagen, woran es jetzt genau liegt. Ja, das sind so die ganzen Punkte, die wir entdeckt haben, die möglich sind. Die sind auch nicht alle wahnsinnig plausibel. Zum Beispiel der gestiegene Konsum, sagen die, ja, die Leute haben kiffen einfach so viel mehr, dass eben jetzt viel mehr Psychosefälle auftauchen. Das ist Quatsch, ja, zumal der Konsum gar nicht gestiegen ist, jedenfalls nicht bei den jugendlichen Risikogruppen, die da vielleicht am ersten in kleiner Prozentsatz, muss man mal sagen, getriggert werden. Das sind ganz wenige Einzelfälle, aber wenn Millionen Leute konsumieren, sind natürlich ein paar. Aber ja, so eine dolle Zunahme hatten wir nicht. Bei den älteren, jungen Erwachsenen ein bisschen, ja, aber auf jeden Fall keine Versechsfachung. Also das fällt aus eigentlich, bis auf vielleicht einen ganz kleinen Tick nach oben. Dann gestiegene THC-Werte. Hat es auch in dem Umfang nicht gegeben. Auf jeden Fall keine Versechsfachung der THC-Werte im Gras oder so. Was ein Problem ist allerdings, was nicht in der Studie angesprochen wird, ist der CBD-Wert. Das zweitwichtigste Cannabinoid, das ein bisschen antipsychotisch wirkt, dem Triggernden vom THC ein bisschen entgegenwirkt, das Ganze ausgleicht. Da haben wir jetzt mittlerweile Sorten, die sehr wenig CBD haben, insofern schlechter bekömmlich sind. Das könnte man erledigen durch Legalisierung. Ja, wäre also besser, wenn man dann eine Packungsbeilage kriegen würde, wo draufsteht, wie viel THC da drin ist und wie viel CBD da drin ist und dass man dann eben was kriegt, was man verträgt. Aber so oder so, hohe THC-Werte können nicht der Grund sein für eine Versechsfachung. Zwei Gründe waren aber plausibler. Der eine, Abrechnungspauschalen für Krankenhäuser. Da hat sich was getan in diesem Berichtszeitraum oder Beobachtungszeitraum. Die Krankenhäuser kriegen jetzt Fallpauschalen. Das heißt, je kürzer ein Patient im Krankenhaus ist oder in einer stationären Behandlung, desto lukrativer für die Krankenhäuser und eben Einrichtungen. Je länger die da drin sind, desto mehr kosten die Patienten. Das heißt, die werden ganz schnell wieder rausgeschmissen da, sind nicht fertig behandelt im Prinzip und kommen dann ruckizucki wieder. Mit einem psychischen Problem werden sie wieder eingewiesen. Das heißt, da gibt es eine Menge Fälle, wo die Zahl der Einweisungen steigt mit den gleichen Leuten. Da werden gar nicht mehr Betroffene eingewiesen, sondern die werden einfach öfter eingewiesen. Das klingt plausibel, wobei ich nicht weiß, in welchem Umfang. Und die sagen auch, bei Alkohol gibt es zumindest nicht so einen starken Anstieg. Ja, das müsste ja dann da genauso sein. Wobei die natürlich auch einen richtigen Entzug dann machen müssen. Das ist auch nochmal wieder was anderes. Die sind dann eh länger, auch zwangsweise länger in der Einrichtung, wenn die das einigermaßen durchziehen wollen. Aber was super plausibel ist, sind synthetische Cannabinoide. Da habt ihr ja viel schon gehört hier, ne? Unter dem Stichwort Chemiegras, so ein bisschen flapsig ausgerückt. Ja, alles klar, alles ist Chemie. Ja, die Chemiker unter euch, ja, können wieder sich beschweren, meinetwegen. Aber die meisten wissen, was gemeint ist. Synthetische Substanzen aus dem Labor, die eben früher in Kräutermischungen verkauft wurden oder immer noch, aber jetzt eben auch zunehmend im Markt für Cannabis auftauchen. Gepanschte Hanfblüten, Gras mit synthetischen Drogen drauf und die sind halt viel gefährlicher. Und die gab es 2000 noch gar nicht auf dem Markt, ja, jedenfalls nicht in relevantem Umfang. Das war überhaupt kein Thema. Dann kam das auf mit den Kräutermischungen 2008 rum. Erst wusste man gar nicht, was drin ist, ne, und irgendwann haben sie es dann gemerkt. Und dann in den letzten Jahren zunehmend eben auch auf dem Cannabismarkt. Und dann erwischt man zunehmend auch Konsumenten, die nichts davon wissen, ja, die das nicht bewusst gekauft haben, sondern untergejubelt kriegen. Und das ist halt eine richtig gefährliche Sache. Das Zeug ist viel gefährlicher, zum Teil jedenfalls. Sind ja zig verschiedene Substanzen. Keiner weiß, was jetzt drin ist gerade.
Und unter anderem eben auch die psychischen Auswirkungen sind teilweise deutlich krasser. Und das ist mega plausibel. Wie gesagt, gab es früher nicht. Jetzt werden teilweise hunderte Kilo Gras beschlagnahmt, wo dieses Zeug drin ist. Dass da irgendwie mehr Leute eingewiesen werden, das ist sehr plausibel. Wieder, Legalisierung wäre die Lösung und nicht das Problem. Dann würde natürlich in lizenzierten Fachgeschäften mit Qualitätskontrolle, Verbraucherschutz und allem drum und dran, mit einem Hanfverband, der Probekäufe macht und dass das alles sauber ist, hätten wir das Problem nicht. Ja, das spricht für die Legalisierung, nicht dagegen, das Ganze. Habt ihr bestimmt alle gehört. Ja, jetzt habt ihr eine Antwort für die ganzen Freunde und Bekannten, die euch da angequatscht haben diese Woche, von wegen, ich habe gehört, ist jetzt doch gefährlich, ne? Alle in der Klapse oder so. Dann könnt ihr das mal vorlegen hier. Der ganze Bericht ist auch nochmal auf handverband.de als Artikel nachzulesen. So, an der Stelle muss ich jetzt mal einen Einschub machen, nachher nochmal gründlich drüber schlafen. Die ganz seltene Gelegenheit, vor dem Upload der News nochmal was zu ergänzen. Ich weiß nicht, was wir überhaupt schon mal je gemacht haben. Vielleicht die Ab-Nummer 1-Zuschauer können sich vielleicht daran erinnern. Auf jeden Fall hier zu dem Thema muss ich nochmal was sagen. Und zwar erstens möchte ich nicht, dass hängen bleibt der Eindruck, dass das alles Psychosefälle sind, die da in der Studie vorkommen und wo jetzt diese Wahnsinnssteigerung gewesen ist, sondern wir haben uns das nochmal genau angeguckt, mit welchen Indikationen die Leute eigentlich da hingekommen sind, aus welchen Gründen in die Behandlung. Und zwar sind die meisten von denen da wegen Entzugssymptomatik und Cannabisabhängigkeit, Cannabismissbrauch. Das ist der größere Teil der Personen in der Studie, nicht psychotische Geschichten. Und die wiederum, zum Teil zumindest, sind darauf zurückzuführen, dass sie wegen Gerichtsauflagen hingeschickt werden in die Behandlung ihrer angeblichen, vermeintlichen Cannabisabhängigkeit. Da haben wir nämlich insgesamt auch eine Steigerungsrate bei den Themen Entzugsproblematik, Cannabisabhängigkeit von 900% gehabt und bei den psychischen Störungen 400 paar zerquetschte. Die war also auch deutlich die Erhöhung der Zahlen. Insofern habe ich keinen totalen Quatsch erzählt über die Psychosen. Aber wichtig ist doch, der größere Teil des Anstiegs kommt durch Gerichtsauflagen, weil die Leute hingeschickt werden in diese Behandlungen. Und ja, da ist der größere Anstieg. Und ja, die meisten Leute sind nicht psychotisch gewesen, als sie in die Klinik gekommen sind. Das wollte ich mal loswerden zu dem Thema hier. Auch wenn das jetzt den Release der News verzögert. Um 16.30 Uhr startet wahrscheinlich der Weedmob schon seine nächste Kampagne. DHV-News sofort. Deswegen jetzt schnell weitergehen und hochladen. Und zum Schluss noch aus der Abteilung Boulevard, weil gerade so unglaublich passt zu der Nummer, dass es eben Psychosefälle gibt. Da gibt es eine Fallbeschreibung, gerade veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Journal, nach Überprüfung durch Kollegen und so. Ja, ich will mir jetzt nicht die Hand dafür abhacken, dass die Story richtig ist. Aber immerhin, ja, medizinisches Journal und Fallbericht und so. Da hat sich einer in Thailand nach einer gewissen Abstinenzpause 2 Gramm Bong irgendwie reingeballert und hat dann irgendwie eine Erektion gekriegt. Das tat weh irgendwie, das hat ihn genervt. Und hat gemeint, seine Eichel wäre schief irgendwie, guckt ihn so blöd an, hat sich eine Schere genommen, hat dann irgendwie sein Glied nach und nach so ein bisschen runtergeschnitten, weil das irgendwie blöd aussah. Hat er geblutet wie Sau natürlich und nach 2 Stunden immer noch. Und dann ist er mal ins Krankenhaus gegangen, damit er nicht komplett ausläuft. Da konnten die auch leider nichts mehr wieder annähen oder so, ist noch so ein Stummel übrig. Der Typ dann nüchtern geworden und der psychotische Zustand ist auch wohl zu Ende gegangen. Andere Drogen haben sie nicht gefunden zumindest. Da muss man auch natürlich immer mit rechnen, dass da auch irgend so Chemiekrams drin war, haben sie vielleicht nicht gefunden oder so. Ja, aber es gibt eben extrem seltene Einzelfälle, bei denen verrückte Sachen passieren können. Ja? Also insofern, das gehört auch in die Kategorie, was man nicht machen sollte, ja, als Cannabiskonsument. Man sollte keine Eier auf Bauarbeiter werfen und man sollte sich nicht mit einer Schere das Glied abschneiden. Bisschen ist wohl stehen geblieben, aber kleine Warnung. Ich habe diese Studie verlinkt, aber da sind Bilder bei von dieser Wunde. Ja, also wenn ihr da schwache Nerven habt, geht nicht auf das PDF mit der oder auf den Link zur Studie. Ist auch nur halb witzig eigentlich die Story, ja, aber irgendwie so verrückt, dass ich sie doch bringen musste im Zusammenhang der Psychosen. So, jetzt wieder spaßigere Themen, nämlich die Termine.
Oldenburg, Hanfschnack online, Ortsgruppe, Hanfverband, Sonntag, 6. Februar, Montag, 7., einen Tag später, Hybrid online und vor Ort in Heidelberg trifft sich die Ortsgruppe, dann Ortsgruppe Chiemgau. Wenn ihr auf der Mary Jane Messe zufällig wart, am DHV-Stand, das sind die Riesen. Ja, da, die treffen sich jetzt auch wieder. Das sind die Typen, wo man immer so weit nach oben gucken musste. Die treffen sich am Mittwoch, 9. Februar. Dann jetzt ein Termin, der nichts mit Ortsgruppen zu tun hat, den ich schon erwähnt habe. Livestream im Instagram-Kanal von Dirk Heidenblut am 10. Februar um 18 Uhr. Dann Sonntag, 13. Februar, offenes Online-Treffen der DHV-Ortsgruppe in Oldenburg. Und Regensburg trifft sich die Gruppe Sonntag, 13. Februar. Und nochmal Heidelberg, Dienstag, 15. Ja, das war ja, nichts mehr weiter an Terminen. Vielleicht, ich gucke jetzt mal, ob ich das auswendig kann jetzt. Ihr müsst jetzt noch, bitte, wenn euch das gefallen hat oder ihr für die Legalisierung seid, dieses Video liken, den Kanal hier abonnieren, die Glocke drücken. Ich glaube, das war's. Also dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.